Williams, natürlich auch der Players Watch Daniel Kirchner, Lucien Schmicale, Lukas Zerner und Hannah Graham, Bjarne Krauser, Kyle Kestlin, JJ Mann, Marvin Omuvi und Marcel Kessen. Jetzt geht's los. Hagen gegen Dresden, Omuvi gegen Zerner am Sprungball, die beiden Elfer, und Omuvi entscheidet dieses erste Duell für sich. Eben gegen Zerner. Sieht, dass Kestlin viel Platz hat für den Dreier und er trifft mal direkt den ersten Wurf. Sehr gutes Zusammenspiel hier, Kirchner und Zerner. Tim Uhlemann sitzt auf dem heißen Stuhl, wird gleich kommen. Jetzt erstmal Kessen gegen Vogtmann. Ins Gesicht von Georg Vogtmann, ja, und trifft. Besonders bemerkenswert, weil Kessen ist schon groß, aber Vogtmann ist noch mal eine Etage höher. Und da einfach mal eben drüber zu schießen, war eine gute Finte vorher von Kessen. Und gutes Ziel von Thompson und Kessen tippt den rein. Volle Aktion, super hier von Thompson gegen Kirchner, und dann, um auf Nummer sicher zu gehen, macht Marcel Kessen selbst. Damit ist dann eben auch die Hagener Teamvollgrenze geknackt gewesen. Thompson, super Dribbling, behält den Ball und die Übersicht. Man, jetzt müssen sie gleich mal abschließen und Kessel macht das. Dann ist er schon wieder unterm Kopf. Jetzt wieder das Duell Vogtmann gegen Krauser. Super von Teichmann und Krause räumt ihn ab mit der Sirene. Graham lässt Kestlin aussteigen und macht den Dreier eiskalt gegen Kestlin. Ja, lässt Graham aussteigen und macht die Punkte. Wäre der Ball für Dresden gewesen. Graham, unfassbar. Nicht geschafft hat. Jetzt geht es also wieder bei 0 los und Kirchner für 3. Und Kestlin hat Platz und trifft für 3, bringt Hagen wieder nach vorne. Ins dritte Viertel starten beide Teams, insbesondere die Hagener, wieder mit vielen Punkten. Also 7:3 nach 2 Minuten. Erhöhen wir direkt mal auf 7:5. Dresdner Seite, wie du gerade angesprochen hast, an den Fouls. Und Omuvi räumt Graham ab. Aber es nutzt nichts. Der Dreier von Kirchner eiskalt. Hat noch keinen Fehlwurf, also weder für 3 noch von der Freiwurflinie. Also der spielt heute eigentlich eine ganz andere Position, wenn man es mal klassisch betrachten würde. Wendler, auch der trifft für 3. Im zweiten Viertel war es noch immer eine Graham-Show, wie ich gerade schon mal gesagt habe. Und jetzt ist es irgendwo gut verteilt. Das heißt, alle anderen Spieler tragen auch. Und Omuvi im dritten Viertel aus Hagener Sicht die Omuvi-Show. In vielerlei Hinsicht, defensiv wie offensiv, hier lässt das krachen. So, Vogtmann wieder dran. Und auch der fällt rein. Sie können mit einem Ausgleich ins Schlussviertel gehen. Krauser macht es, 69-69. Der eigentlich werfen können müsste, das muss eine Nervensache sein. Und Teichmann für 3. Ja, und ich brauche das Team dann jetzt vielleicht auch nochmal, weil sie machen auch schon viel richtig. Und dann ist auch noch diese Extra-Power gefragt oder der Extra-Wurf, so wie jetzt JJ Mann ihn genommen hat. Bei den Dresden Titans. Das könnte man gesagt, in den letzten 5 Minuten. Und er fällt tatsächlich noch irgendwie rein. Was ein Eigenkorb. Wir schauen doch mal drauf. Nee, das war Kestlin. Kestlin hat noch kurz nachgefedert. Und wieder die Antwort der Dresden Titans. Kakeries. Kessen für 3. Und er trifft Marcel Kessen. Das gibt's doch nicht, ja. Der Kirchner schon sofort wieder die Antwort. Sehr, sehr stark. Und Graham macht nur einen, Hagen bleibt dran. Aber Hagen will natürlich den Sieg, aber sie brauchen einen schnellen Abschluss. Krauser. Sehr schön, ja. Der ist fast egal. Schießen alle gut. Er lässt ihn liegen. Also hoher Druck jetzt für Daniel Kirchner und dementsprechend
Sie hören selbst die Geräuschkulisse in der Krollmann Arena, aber da bleibt Kirchner cool. Ja, also Sieg für die Titans, direkter Vergleich für Phoenix Hagen. Ja,